Hallöchen zur nächsten Map-Vorstellung. Heute haben wir hier die Mazowieca Nizina Version 3 in der Version 1.0. Ich schreibe es jetzt einfach mal so hin, weil was ist genau da, die Version ist ja fraglich. Die Map ist im Giants Mod Hub verfügbar, allerdings dort nur für folgende Systeme: PC, Mac und Xbox. Für die PlayStation gibt es wohl laut dem Motto, wenn ich es richtig verstanden habe, irgendwie noch Probleme. Genau. Das ist eine ziemlich große Map hier, aber Megabyte-Zahl relativ human mit 300 Megabyte, also alles schön im Rahmen. Ich habe jetzt hier verschiedene Feldgrößen. Ne, ihr seht selber von klein auf größer auf ganz groß. Ne. Teilweise sind die Dinge auch nicht bespielbar, weil sie noch nicht fertig sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da schon noch ein Update kommen wird. Und ja, genau. So sieht sie praktisch mal aus hier. Fangen wir mal hier oben an. Da haben wir auf einer Seite mal den Viehhandel. Die Abladestelle, verschiedene Produktionen, Getreidemühle, Bäckerei, Bioheizkraftwerk, der Bauernmarkt, Supermarkt, Spinnerei, Schneiderei und hier haben wir noch die Tankstelle verbaut. Hier drüben gehen wir dann noch eine andere Verkaufsstelle und eine weitere Verkaufsstelle. Hier unten haben wir auch noch eine Verkaufsstelle, da ist sonst nichts mehr. Hier ganz da unten haben wir noch ein Sägewerk verbaut. Hier haben wir noch mal eine Verkaufsstelle. Hier haben wir auch noch mal den Getreidespeicher. Hier haben wir dann noch ein Hofgelände und hier in der Mitte haben wir dann noch eine Verkaufsstelle, Produktion von Schneiderei, Fahrzeughändler, Tankstelle und Kalkstation. Und hier steckt noch eine Verkaufsstelle drin. So, das war glaube ich alles hier. Was kosten die Felder? Ich blende es mal unten ein. Ich denke, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Ne? Ihr seht selber die Preise hier. Auch für die Wälder hier. Ich denke, das ist alles okay soweit. Also preislich echt human hier die Felder. Werde aber trotzdem hier auf jeden Fall mittlere Fahrzeuge nehmen, weil alles andere ist dann wahrscheinlich deutlich zu klein. Auf der Web haben wir hier ein paar Verkaufsstellen. Ich blende jetzt hier einfach mal die ein. Aktuellen Preise da mal kurz ein. Ihr seht, was ihr jetzt für manche Sachen bekommt hier. Tiere habe ich einen Hof, nur auf der Map, wo bespielbar ist momentan. Da ist ein Gutstand mit 80 Tieren drin. Ja, sieht so aus. Aufträge haben wir auf der Map auch. Und ja. Fahrzeuge haben wir auch was oder haben wir keine? Ja, wir haben ein paar. Und zwar ein 6R haben wir hier am Start. New Holland Drescher, ein Anhänger, ein Schneidewerk. Und hier drüben steckt dann noch die Saattechnik. Genau. Gut. Hier haben wir den Hof hier, den einzigen Hof hier, wo man hier bespielen kann. Sieht dann so aus, passen wie gesagt 80 Kühe hier in den Standardstall hier. Man kennt ihn ja. Ne? Aber ihr habt auch hier noch Platz, noch was hinzustellen, weil so viel Fläche hier, vor allem auch gerade Fläche hier, könnt ihr euch hier drüben auch noch austoben mit irgendwelchen Hofgegenständen oder so. Ne? Wie gesagt, auch der einzige Hof auf der Map. So, gucken wir mal. Hier drüben ist dann bloß noch Wald. Wir können mal kurz in den Wald reingucken. Dürfte aber hier, glaube ich. Na, ihr seht selber, da kann man gut durchfahren. Es gibt auch die Waldwege, die dann hier halt an der Mapgrenze dann praktisch enden dann. So. Ja, ihr habt hier die zwar jetzt nicht die ganz großen Felder, ihr seht selber, es geht schon, aber ja, hier sind Gräben verbaut, hier geht es immer mal hier auch hier rüber. Na, gucken wir es alle mal ganz grob da kurz an. Sägewerk hier, dann diverse Produktionen und Verkaufsstellen hier am Start.
Dürfte der Viehhändler sein, genau hier. BGA ist hier verbaut. Sieht hier auch ein bisschen anders aus hier. Zwei Silos am Start hier. Was haben wir hier noch Schönes? Ja, Verkehr übrigens auch am Start hier. Und nicht gerade wenig. Mapgrenze ist auch hier. Muss ein bisschen aufpassen immer wieder. Gerade aufgrund der Mapgrenze. Hier ist auch wieder, man sieht es ja hier. Ist immer so scharf. Gehen wir hier rüber. Da geht es zum Glück weiter. So kleine, ja, Häuschen mitten in der Pampa praktisch. Ich finde es echt gut hier, auch die Feldwege hier soweit. Ja, braucht es immer nicht immer riesen Straßen sein hier. Mitten an bei den Feldern vorbei. Hinten kommt auch wieder die Map-Grenze dann irgendwann. Und auch hier ist schon wieder die Map-Grenze erreicht, hier links. Wie gesagt, nur ein Hof hier. Die anderen Höfe gibt es hier nicht. Sehen zwar teilweise so aus wie Höfe, dürften aber nicht bespielbar sein, würden wahrscheinlich auch keine Türen und so aufgehen. Ist halt alles hier ziemlich ländlich gehalten. Auch hier für die Map-Grenze wieder. So. Kurz hier durchgehen noch. So fahren müsst ihr hier auch gut. Habt immer wieder solche Feldwege hier. Also gestaltet ist auf jeden Fall schön. Ist halt alles ziemlich ländlich hier, ne? So eine richtige Stadt, glaube ich, gibt es hier gar nicht. Aber Wassergräben hat es hier. Eher so kleine Dörfer hier. Nicht so Großstädte, glaube ich, habe ich bis jetzt hier noch keine gesehen. Ne? Viel mehr, glaube ich, kann man hier gar nicht zeigen. Das darfst du dann selber rausfinden hier. Genau. Schön. Ja. Was soll ich sagen? Das soll es auch schon wieder gewesen sein hier. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Und dann gebt noch ein Däumchen Abo unten. Der Download-Link von der Map selber ist wie immer unten in der Videobeschreibung drin. Da könnt ihr sie runterladen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal auf dem Kanal hier. Bis denne, mach's gut und ciao.